Willkommen zurück. Ja, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Und wir machen direkt weiter mit der Pilzgrotte. Ich möchte mich an der Stelle eigentlich erstmal, also was heißt bedanken, aber ja, bedanken für die ganz vielen lieben, netten Kommentare. Oh, okay. Okay, das geht nicht. Das Problem ist jetzt, wenn ich den jetzt nicht treffe. Okay, der fliegt hoch. So. Jetzt. Okay, der war eigentlich so schlecht geschossen, ehrlich gesagt. Aber egal. Ich wollte mich für die vielen lieben netten Kommentare bedanken. Es hat mich echt gewundert, dass das so viel Positives... Ups. Scheiße. Dass das so positiv ausgefallen ist. Also, das hat mich wirklich gefreut. Waren auch einige schöne, lange Kommentare dabei. Das freut einen auch. Also, kurze gefallen einem genauso sehr. Aber wenn sich wer noch Zeit nimmt, für wirklich was Langes zu schreiben, das ist auch nicht so gewöhnlich. Und gerade wenn man eh schon nicht damit rechnet, ob das Projekt so gewünscht ist oder nicht, dann ist das schon sau cool. Ich krieg's. Ich krieg's nicht hin. Boah, ich krieg's gerade nicht hin, es tut mir leid. Jetzt. Okay, ich weiß nicht. Ja. Das ist, weil ich da oben gegenkomme. Das ist das. Ah, jetzt habe ich es hinbekommen. Sehr schön. Vielleicht ist das. Okay. Vielleicht hat es auch was mit dem Controller zu tun. Ich weiß nicht. Das ist halt der PS3-Controller, der hier angeschlossen ist. Ich weiß nicht, inwiefern der einwandfrei funktioniert mit den. What the fuck, das wollte ich nicht. So, jetzt haben wir auch schon zum ersten Mal hier gesehen, was dann da passiert. Da laufen die Sterne ab. Ups. So. Ich weiß nicht, wie gut der Controller halt kompatibel ist mit der ganzen Sache, deswegen. Aber es ist. Also das letzte Mal habe ich nichts gemerkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Vielleicht sind es auch meine schwitzigen Hände. So, hier mal erstmal alle schlucken. Ich weiß nicht, aber. Man kann nicht jeden Gegner schlucken. Kommt man hier durch? Nein. Boah. Ich glaube. Oh, da ist ein Geheimlevel. Also ein Haus. Das ist alles, was da dran schon geheim ist. Da kann man dann halt Minispiele. Oh ne, auf hier. Scheiße. 25. Ach ja. So. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, dass das nicht später bei irgendwas Wichtigem passiert. Ja, okay, da kommen wir nicht ohne Schlüssel hin. Logischerweise. Sonst wäre da kein Schloss dran. Der Schlüssel ersetzt ein Ei übrigens. Ich glaube, der ist da oben drin. So. Ne, doch nicht. Sind Sterne. Aber die nehmen wir auch gerne. Dann haben wir jetzt hier schon unsere 30. Dann müssen wir uns nur noch um die roten Münzen. Nein. Sehr schön. War genauso geplant übrigens. Dann müssen wir uns nur noch über die roten Münzen und die Sonnenblumen kümmern. Wundert mich nur gerade wirklich, wo der Schlüssel ist. Ah, da ist er. So. Nein, das ist dumm. Komm, Babe. Oh, da ist eine Kiste. Da sind bestimmt, wo ist jetzt? Sehr schön. Genau, da sind Sterne drin, wollte ich sagen. Aha. Und den haben wir auch. Dann können wir schon zurückgehen. Und hier gibt es nochmal... Oh, da kann ich nicht durchschlucken. Das ist blöd. Normalerweise gibt es manchmal bei so Spielen so Bugs, dass das geht. Naja, sei es drum. Gibt Schlimmeres, als dass sowas nicht geht. Oh Mann, ich habe immer noch so ein... Kratzen im Hals. Entschuldigung. Oh, Ballon-Duell. Die angezeigten Knöpfe. Okay. Der Opfer. Ach so, ja, und der wird immer größer. Ich kann da... Jetzt theoretisch kann ich hier auch... Ups. Den ewig lange bei mir behalten. Nur ich weiß halt nicht, wann er explodiert. Das heißt, man sollte ihn jetzt... Jetzt wird er bald sicherlich explodieren. Das Problem ist nur, wenn er keinen Fehler macht. Boah, ich weiß nicht, was A und B bei mir ist. Mach einen Fehler. Scheiße. Boah, ist der groß! Okay, der Platz bei mir.
Der Platz bei ihm. Wie schnell! Ja, genau, hätte eine Millisekunde länger gebraucht, der Wichser. Das kann ich jetzt unendlich oft machen. Das ist jetzt kein Minispiel, was mir besonders Spaß macht. Also es war jetzt nicht schlimm, aber ich weiß, dass ich das nicht so besonders mag. Deswegen mache ich das jetzt nicht noch öfter. Vor allem, ganz im Ernst, ich brauche keine Leben. Ich bin, Gott. Nein. Auch Gott kann mal daneben springen. Ah, okay, wir haben die ja schon geholt, die Teile. Deswegen gibt es jetzt... die Sterne nicht nochmal, also es kann man nicht austricksen. Das ist jetzt blöd, dass mir das passiert ist. Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert. Okay, wir brauchen jetzt 6 Sterne und das denke ich nicht, dass wir das kriegen. Das ist jetzt was mich wirklich ein bisschen ärgert. Ich versuche ihn mal mit einem roten zu treffen. Vielleicht sollte ich das so schräg hoch. Aber es ist auch nicht so erfolgreich. Ja. Nee, das wird nichts. Ich kann den Winkel hier durch die Dinger jetzt nicht so einfach bestimmen. Ich nicht. Könnte man vielleicht. Ich aber nicht. Dann. Ja, und wieder getroffen. Jetzt brauchen wir schon 8. Das fuckt mich gerade jetzt wirklich ein bisschen ab. Da sind hoffentlich welche drin. Nein, nur so eine schwule Scheiße. Braucht kein Mensch. Ja, hier wird jetzt auch nichts mehr sein, denke ich. Vor allem habe ich nicht unendlich Eier gerade. Ach, da schaffe ich das jetzt. Aber gerade eben, wo ich noch weniger Platz habe, da hatte ich es nicht geschafft. Okay, sehr gut, Klaus. Sehr, sehr gut. Ah, so geht das. Okay, das Ding ist... Wenn ich ihn jetzt drücke, wo muss ich runter? Ah, hier. Ah, ich wollte gerade sagen. Nicht, dass ich das Ding jetzt noch runter machen muss. Ah, ich verstehe. Das ist natürlich cool. Das ist nicht so schwer. Ich weiß nur nicht, ob es hier jetzt eine rote Münze gibt. Aber das kann man ja noch rausfinden. Scheint aber nicht so der Fall zu sein. So. Das war's schon. Okay, gibt nur Leben. Keine Sterne, keine roten Münzen. Man. Okay, schieben wir den mal voran. Okay, da kommen wir nicht hin, dafür brauchen wir den Stein wieder. Bleib, 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 bleib. Arrêtons Cinema. So. Easy geschafft. So. Und Sterne haben wir immer noch keine. Ich bezweifle. Ich habe das ungute Gefühl, dass jetzt das Ziel kommt. Und das gefällt mir nicht so. Das ärgert mich da ein wenig. Und richtig dumm. 10 Sterne fehlen uns, das ist wirklich viel. Also ob es jetzt 1 oder 10 ist, macht keinen Unterschied mehr für mich, aber... Immer auf diesem dummen Feld, ich möchte mal ein Spiel machen. Oh Mann. Egal, 90 reichen auch. Ich glaube beim ersten Mal brauchen wir... Entschuldigt bitte. Ich kann dafür nichts. Es geht auch nicht weg momentan. Also, wenn ich warten würde, bis der weg ist, das könnte noch eine Woche oder 2 dauern. Und solange will ich halt einfach nichts aufnehmen. Deswegen hoffe ich, dass das okay geht mit dem Husten. Wenn es dann mal vorkommt. Boah, der gelbe Yoshi ist so cool. Ups, ein gelbes Ei. Ich glaube, man konnte die auch irgendwie durchswitchen. Die Eier. Nee, ups, das war Vorspulen, Entschuldigung. Ah ja, so bricht man ab und so konnte man die dann durchswitchen.
War auch blöd, dass ich gerade L2 gedrückt habe. Ich meine, den Knopf gibt es gar nicht eigentlich. Von daher war das schon ziemlich dumm. Ups. Ich weiß auch nicht, warum hier so viel gelber hier jetzt sind, ehrlich gesagt. Einfach mal durchrennen. Schön nach dem alten Prinzip. Geil. Geil. Okay, die will ich gerne öfter sehen, die Gegner. Ich meine, wenn die Dings gehen. Oh, da habe ich fast eine Stelle übersehen. Wahrscheinlich nur eine Abkürzung. Kommt man da hoch irgendwie? Ne. Ja. Okay, ja. Das Ding ist. So gern ich da jetzt weiter lang laufen würde. Das hier brauche ich. Und ehrlich gesagt weiß ich ja nicht, was es hier noch gibt. Ah, okay. Aha, aha, Münzen. Nur normale Münzen. Und hier kann man auch nochmal rechts rüber. Okay, hier kann man wirklich alles abkürzen. Ja, das wollen wir aber nicht, weil da könnten rote Münzen sein oder sonstiges. Drum gehen wir wieder zurück. Komm ich runter? Okay. So. Komm, komm, komm. Boah, das wäre fast ein Shot gewesen. Ein nice, nice Shot. Okay, der springt freiwillig in die Lava, weil er weiß, dass er gegen mich... Ich habe keine Eier mehr. Schnell neue holen. Gut, dass sie unendlich rauskommen. Und... So, rote Münze wahrscheinlich, ja. Sag ich ja. Wow, der war gekonnt. Ich weiß, danke. Braucht ihr auch nicht zu erwähnen. Weiß ich selber. Ich bin zu blöd. Und ich muss es nicht mal aufmachen, das ist noch das Ding. Ich war ja da oben schon. Ich will es einfach nur so aus Style-Punkten her machen. Renn durch Glas. Okay, könnte auch sein, dass sie immer automatisch Münzen geben, sobald man halt die Sterne alle hat. Das heißt, hätte vorhin vielleicht doch noch hoch cheaten können. Wobei ich da alle 30 hatte, als ich das festgestellt habe. Aber, naja. Was? Ich habe gedacht, dadurch, dass ich das Ding hier geholt habe, bin ich safe. Ah, es war wohl ein Satz mit X. Und, sehr schön. Das ist natürlich jetzt tricky. Aber ich wollte gerade sagen, bei der anderen Seite war wirklich nur die obere. Oh. Okay, hallo. Okay. Ich bin zu blöd gerade, es tut mir wirklich leid. Ist hier der Key? Oh, hier könnte wirklich der Schlüssel. What the fuck? Ha, ha, ha. Das ist so dumm und dann fliegt ja auch noch irgendwo hin, wo du nichts mit anfangen kannst. Ne, 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 ne. Wird kleiner, wird kleiner, wird kleiner, wird kleiner. Alter, was ist das hier für eins? Das Einzige, was ein bisschen blöd an dem Spiel ist, ist, dir werden die Münzen nicht angezeigt irgendwie. Also man weiß nie, wann man das Level abkriegt. Das ist jetzt nicht so wichtig, weil ich eh nicht sterbe, aber... Ist ungewohnt. Vor allem für eine Mario-Teil. Oh. Ich glaube, den könnte man... abschießen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich muss ihn in den Mund treffen. Aber, naja. Okay, dann schieben wir das halt. Und da ist der Schlüssel drin. Boah, so könnte ich den mal mit dem roten treffen. Naja, egal. Bitte nicht, Boss. Geht er jetzt rein? Ach Mist, ich wollte eigentlich nur öffnen. Ist egal, ist nur ein Ei oder zwei Ei. Zwei Eier war es, aber... Komm. Schwere Geburt. Und noch einer davon. Oh, also sogar noch ein Ring da. Und eine Blume. Kann man eigentlich einen Boss-Level? Ich glaube, in einem Boss-Level kann man kein Bonus-Level kriegen am Ende. Oh, oh, oh. Verpischst du dich mal. Lecker Schmecker. Ich glaube, der war schon länger nicht mehr sich umziehen, so wie das gerade geschmeckt hat. Tut mir leid. Ah. Wow.
jetzt mal bei gut hier. Okay, es sind nur noch... Das Ding ist, jetzt habe ich wieder keine Eier mehr. Hat sich also voll gelohnt. So streckt man auch einen Part. Falls ihr auch aufstrebende Let's Player seid. Learning by watching Odinek Jesus. Ah, okay, whatever. Du willst also partout dem Baby helfen? Dann zieh doch diesem Gegner mal die Hosen aus. Das ist auch ein Running Gag, die sagt immer genau das, was man machen muss. Das ist jetzt nicht so, als müsste ich den mit meinen Händen, die ich nicht habe als Yoshi, die Hose ausziehen. Aber der verliert halt immer ein Stück von seiner Hose. Die geht immer weiter runter. Was? Das ist so eine Bullshit! Er ist getroffen von mir! Er ist halt voll getroffen! Er leuchtet sogar deswegen. Und springt dann nach vorne. So verliert man halt dann auch. Da, jetzt springt er zurück, ist klar. Okay. Das ist halt dumm. Jetzt sind auch schon nur noch 95. Das ist halt sau ärgerlich einfach nur. Oh, das ging aber schnell. Einfach sau ärgerlich. Sau ärgerlich. Oh, wie der Yoshi die Augen zumacht. Voll süß. Yoshi! Ja, wie gesagt, das ist halt der Nachteil an Sternen. Und das Ding ist, es gibt zwar so Items, die man einsetzen kann, beispielsweise auch Sterne, so plus 5 oder plus 10. 3 ab, jawohl. Allerdings geht das nicht in Bossräumen. Das heißt, wenn man da verkackt hat, hat man selber Schuld. Und dann war es das auch. Naja, gut. Ich verabschiede mich jetzt erstmal mit einem Husten. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Wir sehen uns dann hoffentlich wieder das nächste Mal bei Yoshi's Island. Und ja, bis dann. Tschüss.